Ja moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier im ersten Elektroauto, was Mazda herausgebracht hat, nämlich die First Edition des Mazda MX-30. Der MX-30 ist so ein Crossover-SUV und sollte dementsprechend auch familientauglich sein. Auch natürlich reisetauglich. Als kleiner Stadtflitzer ist er einfach zu groß. Dennoch hat sich Mazda hier etwas ganz, ganz Merkwürdiges aus meiner Sicht überlegt, nämlich sie haben ihm eine sehr kleine Batterie spendiert. Nämlich der MX-30 hat nur 35,5 Kilowattstunden Batterie und damit soll er nach WLTP kombiniert ungefähr 200 Kilometer weit kommen. Er soll einen Durchschnittsverbrauch haben von 19 Kilowattstunden auf 100, also damit kommt man keine 200 Kilometer bei dem Akku. Aber wie das denn jetzt wirklich ist mit diesem Auto? Ist es ein Auto, mit dem man auch reisen kann auf der Autobahn? Oder taugt es wirklich nur für die Stadt? Und das möchte ich heute wieder mal rausfinden, denn ich begebe mich wieder auf meine Autobahn-Reichweiten-Teststrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück. 130 Kilometer bei Tempo 130. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich der MX-30 so schlägt. Aber jetzt stelle ich euch den Wagen erstmal vor. Ja, das Interieur vom MX-30, das finde ich zum Beispiel schon mal ziemlich gelungen. Also die Materialien muten sehr hochwertig an. Die Verarbeitung, die wirkt komplett hochwertig, über alle Zweifel erhaben. Und sie haben sich hier wirklich so ein paar Sachen einfallen lassen, die Mazda-Ingenieure, die mich auch so ein bisschen aufhorchen lassen. Da ist zum einen schon mal die Verarbeitung von Naturkork hier im Innenraum. Hier auf der Mittelkonsole diese Ablageflächen und diese Klappdeckel für die Cupholder, die sind mit echtem Kork bezogen. Auch die Türgriffe hier von innen sind mit Kork bezogen. Die Seitenverkleidung hier, das ist ein Gewebe, es fühlt sich an wie Stoff, aber das ist ein Gewebe aus recycelten PET-Flaschen. Das ist schon mal alles ziemlich gelungen. Also hier oben zum Beispiel haben wir ein lederartiges Kunststoffimitat oder was auch immer das sein soll. Das sieht auf jeden Fall aus wie Leder, ist es natürlich nicht. Fühlt sich sehr weich an, sehr fest und hochwertig. Die Seitenverkleidung ist mit Kunstleder versehen. Diese Türverkleidung ist wieder mit einem etwas härterem Kunststoff versehen, aber es ist kein Hartplastik. Die Mittelkonsole ist zwar Hartplastik, aber sie, dadurch, dass sie so hochgezogen ist, schwebt sie fast irgendwie über allem. Das ist ganz interessant. Und man hat hier drei Displays in diesem Wagen. Also einmal das Tacho-Display, auch wieder was ganz Besonderes, denn Mazda hat zwei analoge Rundinstrumente verbaut und in der Mitte ein digitales Rundinstrument. Das ist eigentlich nur ein rechteckiger Bildschirm, aber darauf ist sozusagen ein rundes Instrument konfigurierbar mit verschiedenen Ansichten. Und sie haben hier ein 8,7 Zoll CinemaScope Navi mit also so Multifunktionsdisplay, was leider kein Touch ist, denn das bedient man hier mit diesem Jog Shuttle in der Mitte. Dann haben sie hier noch ein drittes Display, so ähnlich wie beim Audi e-tron, nämlich für die ganze Klimatisierung. Stauraum jede Menge. Hier unten ist noch ein Ablagefach und sogar Mazda hat eine 220 Volt Steckdose verbaut. Aber irgendwie stimmt da was nicht, wenn ich das mit dem Honda vergleiche. Da haben sie irgendwie eine Null vergessen bei der Leistung. Der Honda hat 1500 Watt und der Mazda hat 150 Watt. Jetzt frage ich mich, wozu diese 220 Volt Steckdose sein soll. Ich meine, sie haben auch USB-Ports verbaut, womit man Handys laden kann. Also an 150 Watt, da kommt ja vielleicht mal ein elektrischer Rasierer ran oder noch ein drittes Handy-Ladegerät, aber mehr passt da nicht dran. Da finde ich ein bisschen schwachbrüstig, muss ich sagen. Ja, Cupholder sind verbaut, wie gesagt, mit so Klappen kann man die schließen. Hier unter der Mittelkonsole ist noch ein Staufach. Also vom Innenraum her kann ich überhaupt nichts aussetzen. Das ist super hochwertig. Man fühlt sich doch schon fast wie in so einem Premium-Auto. Der Preis übrigens vom Mazda MX-30, der Preis ist auch ganz interessant, denn dieses hier, diese First Edition mit sozusagen volle Hütte, die kostet ungefähr 36.000, also da kommt noch die Förderung runter, also die 3.000 Euro vom Händler sind da schon weg, aber die 6.000 vom Staat, das heißt hier bin ich ungefähr bei 30.000 Euro bei dieser volle Hütte First Edition. Die Einstiegsversion liegt bei 32.000 Euro ohne Förderung, sodass ich dann mit allen Förderungen, die es gibt, ungefähr bei 23.600 bin. Ein ganz interessanter Preis, wie ich finde.
Jetzt ist halt die Frage, taugt dieses Auto denn für eine Familie und taugt dieses Auto als Reiseauto? Oder ist das auch wieder nur in Anführungsstrichen so der typische Zweitwagen für die Stadt? Ja, der Akku ist halt sehr klein. Wir haben 35,5 Kilowattstunden. Und die Reichweite, die man damit in der Stadt erzielen könnte, ist laut WLTP so um die 250 Kilometer und kombiniert halt nur 200 Kilometer. Das heißt, da sehe ich das natürlich schon sehr kritisch. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ein kluger Schachzug war bei so einem großen Auto hier. Das weckt natürlich auch entsprechende Begehrlichkeiten und auch Ansprüche von denjenigen, die das fahren, so eine kleine Reichweite zu ermöglichen. Das wird sich zeigen, ob Mazda dann davon wirklich so viel verkauft. Jedenfalls vom Innenraumkonzept her, auch von der äußeren Erscheinung, gefällt mir der Mazda MX-30 wirklich sehr, sehr gut. Und Mazda bemüht sich ja auch, quasi mit ihren ganzen Autos ein bisschen mehr Richtung Premium zu gehen. Und das sieht man hier auch. Also auch die Sitze sehr schön straff, der Seitenhalt ist sehr gut. Dieser Materialmix aus Kunstleder mit dieser braunen Naht und diesem grauen Stoff, das wirkt alles doch relativ edel, kann man nicht anders sagen. Ja, und es gibt noch so ein paar mehr komische Schrulligkeiten, will ich sie mal nennen. Also neben dem kleinen Akku, für mich zu klein. Da haben wir zum Beispiel die Tür für die Mitfahrer hinten. Die ist halt nicht klassisch hier mit einem Türgriff zu öffnen oder mit irgendeinem kleinen Dreieck, wie zum Beispiel bei Zoe oder Honda. Nein, das ist eine Schwenktür, so ähnlich wie beim BMW i3. Man muss sie hier mit einem Griff öffnen und dann kann sie aufschwenken. Ein weiteres Problem ist, wenn man die hintere Tür zumacht, dann bekommt man sie als hinten sitzen da nur auf, indem man den Hebel hier nach vorne schiebt. Das ist schon mal gewöhnungsbedürftig. Und wenn die Fahrertür zu ist, geht sie gar nicht auf. Aber ich sag mal so, für die tägliche Kinder zur Schule Bringfahrt, würde ich sagen, wäre ich ziemlich schnell genervt davon. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Aber eins ist sicher, bei meinen vorherigen Probefahrten in den letzten Monaten hatte ich immer beschissenes Wetter, jedes Mal Regen und man nennt mich nicht umsonst The Rainmaker deswegen. Aber heute ist super Wetter angesagt. Wir haben nur blauen Himmel, keine Wolke am Himmel. Also wenn es heute regnet, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich werd bekloppt. So, was als erstes auffällt, ist das Innengeräusch, das Künstliche. Mazda hat sich doch da irgendwie Mühe gegeben, um sowas wie eine Mischung aus Verbrenners und Space Sound zu kreieren. Die versucht sozusagen dem Fahrer ein Gefühl der gefahrenen Geschwindigkeit zu geben. Natürlich hat es keine Schaltvorgänge immerhin, aber es ist ein deutliches, gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten, würde ich mal sagen, bis so 40, 50 km/h, deutlich vernehmbares Motorgeräusch. Ich finde das für außen ja durchaus angebracht und das ist ja auch Vorschrift. Aber für innen, ich weiß nicht, Leute, liebe Entwicklungsingenieure, das muss doch nicht sein. Ich habe hier ein Elektroauto, das ist per se super leise und gerade der Mazda, der ist extrem gut gedämmt. Also der ist extrem leise und da jetzt hier so ein künstliches Innengeräusch, das ist ja mal ganz cool, aber man kann es auch nicht abschalten. Zumindest habe ich hier keine Möglichkeit gefunden und das geht mir jetzt schon auf den Senkel. Ich fahre den erst seit 10 Minuten.
Rekuperation hier ist übrigens default immer mehr Richtung Segeln gestellt. Und der hat hier zwei Schaltpedals am Lenker. Die, mit dem rechten Schaltpedal senkt man die Rekuperation und mit dem linken Schaltpedal erhöht man die Rekuperation. Jeweils in 2 bis 3 Stufen. Ich weiß gar nicht, sind es 3 Stufen? Weil ich mache mal kurz 2 Stufen, alles klar. Also jetzt habe ich zum Beispiel komplett auf Segeln gestellt und ich kann den Strom wegnehmen hier und er rollt und rollt und rollt und rollt und verliert so gut wie gar keine Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt mal das linke Pedal 2-mal durchdrücke, dann gibt es ein Bling und dann halte ich an, aber nicht ganz bis zum Stillstand auf jeden Fall, aber fast. Also One-Pedal-Driving ist damit einigermaßen möglich, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt. Das mag ich ja, das ist ja eigentlich so mein Ding. Schade nur, dass man jedes Mal, wenn man die Fahrt beginnt, wieder neu mit den Pedals die Rekuperation einstellen muss, dass er sich die zuletzt gewählte Einstellung einfach nicht merkt. Er ist immer wieder auf dieser Mittelstellung. Ja, und der spritzigste ist der Mazda nicht. Beschleunigt so in 9,7 Sekunden von 0 auf 100, hat 107 kW, das sind ungefähr 145 PS. Das ist jetzt nicht wahnsinnig spritzig, es reicht aber immer noch hier, um den meisten Autos bei einer Ampel zumindest schon ein bisschen davon zu fahren. Aber da gibt es durchaus schnellere Elektroautos. Man kann hier auch keine Drive-Modes einstellen, also er hat einfach immer dieselbe Einstellung. Zumindest ist mir das jetzt nicht bekannt, dass man das könnte. Schalter dafür gibt es nicht und hier im Display sehe ich auch keine Möglichkeit. Von daher wird das wohl so sein. Ansonsten natürlich Assistenzsysteme wie üblich vorhanden. Adaptiver Tempomat, check. Fuhrhalteassistent, check. Auto-Hold-Funktion, check. Navi natürlich, check. Klima, alles check. Wunderbar, Rückfahrkamera, alles da. Von daher vermisst man hier eigentlich wieder erstmal gar nichts. Im Vergleich zu dem ein oder anderen Elektroauto, ich sage nur Stichwort Honda, ist es hier aber doch relativ konservativ alles. Also es sieht hier aus wie in einem normalen Verbrennerauto, sowohl was die Displays angeht und die ganze Bedienphilosophie. Das ist alles das, was man so gewohnt ist aus einem ganz, ganz stinknormalen Auto. Also nichts, was ich jetzt als besonders innovativ hier bezeichnen würde. Also dieses künstliche Geräusch ist leider auch bei hohen Geschwindigkeiten zu hören, merke ich gerade. Und irgendwie fühlt es sich immer so an, oder es hört sich immer so an, als würde man mit überhöhter Drehzahl fahren. Das ist, also mir gefällt es leider gar nicht. Kann sein, dass es Leute cool finden, aber ich gehöre nicht dazu. Ja, es ist tatsächlich so, dass dieses künstliche Geräusch bei Tempo 120 den Wagen lauter macht, als er sein müsste, weil es ist ständig da. Ja, wie gesagt, Geräuschkulisse hier ist eigentlich schön leise, auch bei 130. Windgeräusche kaum, Rollgeräusche kaum. Leider künstliches Geräusch, nervig. Was mir auch gerade aufgefallen ist, bei dem Tempomaten bin ich gerade mit 130 auf einen LKW auf meiner Spur zugefahren, der ja nur mit 80 unterwegs ist. Und er hat wirklich verdammt spät erst angefangen zu bremsen. Also das war richtig mulmig und ich bin dann selber manuell in die Eisen gegangen. Das war so ein Moment, den möchte man eigentlich nicht haben mit so einem adaptiven Tempomaten. Wir sind bei 55 Kilometer Strecke und haben 21,2 Kilometer im Durchschnitt. Wir sind gleich in Bremerhaven. Dann mache ich wieder die Wende und dann geht's auf die Rückfahrt. Ui, hier in der 50er-Zone in Bremerhaven zeigt mir die Verkehrsschildererkennung Tempo 100 an. Eieiei, das ist aber ein ziemlich böser Fauxpas.
64 Kilometer gefahren, 20,5 Kilowattstunden im Durchschnitt und ich habe noch eine Restreichweite von 57%. Das heißt, es ist ja fast der halbe Akku leer. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich auch wirklich damit zurückkomme. Das wäre ja wohl ein Ding hier. Oh, jetzt sagt er bei 28%, dass der Ladezustand der Batterie gering ist. Wir haben noch 49 Kilometer Reichweite, müssen aber ungefähr noch 30 Kilometer fahren. Sollte das am Ende eine enge Kiste werden hier mit dem Ding? Ich hoffe mal nicht. Ich vertraue jetzt mal der Restreichweitenanzeige. Batterie demnächst aufladen, wird mir jetzt hier auch angezeigt. Ich hoffe nicht, dass ich noch irgendwie in den Schildkrötenmodus versetzt werde gleich. Ja, wir sind also wieder angekommen. 129,3 Kilometer zeigt der Tacho an, haben wir zurückgelegt und ich habe jetzt noch eine Restakkustandsanzeige von 8%. Das heißt, wir haben 90% des Akkus verfahren, denn gestartet bin ich mit 90%. Und 15 Kilometer haben wir noch Rest, das heißt 144 Kilometer wäre hier die maximale Reichweite auf der Autobahn bei Tempo 130 vom Mazda MX-30. Ja, es ist auch jetzt so, dass ich mit dieser Akkuladung hier gar nicht mehr zurück zum Händler komme. Das heißt, ich muss jetzt hier zu Hause an meiner kleinen Wallbox noch ein bisschen was aufladen. Ja, ein Fazit. Der Mazda MX-30. Wozu ist der jetzt wirklich gut? Ich meine, er hat jetzt keine tolle Reichweite, zumindest nicht auf der Autobahn. In der Stadt, wo ich hierher gefahren bin, da lag er so bei 16 Kilowattstunden. Da kommt man also wahrscheinlich die 200 Kilometer relativ problemlos. Das reicht natürlich für die normalen Fahrten für ein paar Tage, bevor man dann wieder laden muss. Der Wagen ist relativ groß. Es ist ein SUV-Kopie, so eine Art Crossover. Die Verarbeitung von innen und die Anmutung, die ganzen Materialien, das ist alles tippitoppi. Da habe ich tatsächlich nichts auszusetzen. Im Gegenteil, ich finde das richtig klasse, wie die das gemacht haben. Kann ich nur einen Daumen nach oben geben für Mazda. Der Wagen hat dafür leider ein paar andere Kleinigkeiten, die vielleicht doch größer sind, als man das im ersten Moment denkt. Also sind vielleicht doch keine Kleinigkeiten. Also beispielsweise die Einstiegsmöglichkeit für die hinteren Passagiere. Ja, die Batterie ist natürlich viel zu klein für so ein großes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder Nachhaltigkeitsgedanke ist zwar schön und gut, aber für die Praxis ist es einfach nicht akzeptabel, finde ich. Wenn man sich so ein großes Auto kauft, dann erwartet man schon ein bisschen mehr Reichweite. Denn ich denke mal, nur für die Stadt ist das Auto einfach viel zu schade. Die Agilität lässt für mich zu wünschen übrig. Ich hätte mir mehr Spritzigkeit gewünscht. Und ein absolutes No-Go für mich ist dieser völlig nervige Motorsound, der künstliche. Ich meine, es wäre schön, wenn er bei 30, 40 km/h dann endgültig aus wäre, aber nein, er zieht sich komplett durch bis Höchstgeschwindigkeit. Und gerade wenn man auf der Autobahn schneller fährt, ist der Motorsound tatsächlich viel lauter als die Nebengeräusche vom Wind oder von den Reifen, die nämlich total leise sind, weil der Wagen ist super toll gedämmt, fährt sich auch straff und da rappelt nichts, klappert nichts, ist unheimlich super, auch von der Federung, vom Komfort, vom Sitzkomfort, all das ist spitze. Aber diese praktischen Kleinigkeiten, die einen dann doch irgendwie die ganze Zeit nerven, das ist so ein bisschen so der Kritikpunkt an diesem Auto. Ja, ich würde sagen, schaut euch den MX-30 doch einfach mal selber an. Der Durchschnittsverbrauch von 21,7 Kilowattstunden, den er am Ende hatte, der ist ja gar nicht so schlecht. Aber die Batterie ist zu klein dafür, also für so ein Auto. Da ist die Reichweite dann einfach doch zu gering. Gut,
Gut, das war also mein Test vom Mazda MX-30. Es gibt übrigens noch als Hinweis für die, die jetzt wirklich sagen, nee, die Reichweite ist mir zu gering. Im nächsten Jahr möchte Mazda diesen Wagen mit einem Range Extender herausbringen. Und was könnte es anderes sein als natürlich ein Wankelmotor? Damit wird die Reichweite dann deutlich höher. Für die, die es mögen, ist das vielleicht eine Alternative. Schaut euch also diesen Wagen am besten mal bei eurem Mazda-Händler selber an und bildet euch selber ein Urteil. Wenn euch das Video also gefallen hat, dann gebt mir natürlich wieder einen Daumen nach oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.